Die richtige Taktik zu finden, heißt es für Lucien Favre und sein Team vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Die Partie im Breisgau ist der Auftakt zum Endspurt in der Bundesliga. Für Ruhl Brauers könnten die nächsten Wochen aber auch zur Abschiedstour seiner fast 7-jährigen Karriere bei der Borussia werden. Natürlich habe ich da viel drüber nachgedacht. Ich meine, ich bin fast 7 Jahre hier. So, ja, dann denkt man natürlich viel drüber nach, wenn man weiß, dass es vielleicht die letzten Spiele sein können. Wie es in Zukunft mit dem Innenverteidiger weitergehen wird, steht noch in den Sternen. Ja, das ist im Moment noch ganz offen. Ich meine, ich habe ein paar Gespräche geführt mit anderen Vereinen und ja, im Moment ist das noch alles offen. Muss ich noch entscheiden, wie oder was. Obwohl das Saisonziel einstelliger Tabellenplatz den Fohlen nicht mehr zu nehmen ist, will man sich mit der Devise von Spiel zu schauen treu bleiben. Lediglich Zuschauer ist man aus Sicht der Fohlen bei den diesjährigen Halbfinalspielen des DFB-Pokals. Trotzdem werden Brauers und Co. darauf hoffen, dass durch die Finalteilnahme von Dortmund und Bayern für die nächste Saison auch der 7. Tabellenplatz zur Teilnahme am internationalen Geschäft reicht. Ja, ist natürlich ein interessantes Spiel für uns. Wenn Bayern gewinnt, ist Platz 7 ja auch noch international. So, das ist, denke ich, immer besser für uns. So, von daher ja, ist das, denke ich, gut, wenn die heute Abend gewinnen. Doch Europapokalträume sind derzeit rund um den Borussia-Park noch Zukunftsmusik. Am Samstag geht es für das Team von Lucien Favre erst einmal zum SC Freiburg und damit zum nächsten Kellerkind, das ums nackte Überleben kämpft. Ja, das sind immer schwere Spiele. Ich meine, wir haben selber auch mal in die Situation hier gesessen und dann haben wir am Ende auch viele Punkte geholt. Und das ist fast immer so, dass die Mannschaften, was unter dran sind, am Ende immer viele Punkte holen. Und ja, wir wollen uns dagegen wehren in Freiburg und versuchen, unser Spiel wieder zu machen und ja, hoffentlich mit 3 Punkten zurückzukommen. Ob Ruhl Brauers die erneute Reise aufs internationale Parkett noch miterleben wird, bleibt fraglich. Die Fans sichern sich in diesen Tagen aber nochmal das Autogramm des langen Innenverteidigers, der so viele Jahre lang den schönsten Rufnamen im Borussia-Park besessen hat.